Nachdem wir jetzt den Satz über inverse Funktionen gelernt haben, wollen wir den natürlich jetzt mal anwenden. Also im Satz über inverse Funktionen, da haben wir f von u nach r hoch n offen. Nach r hoch n soll stetig differenzierbar sein. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass dpf für alle p in u invertierbar ist, dann können wir den Satz über inverse Funktionen für alle diese p einzeln anwenden. Das heißt, der Satz über inverse Funktionen gibt uns lokal um p eine Inverse und sogar eine stetig differenzierbare Inverse. Aber es ist nur lokal, ne? Also im Allgemeinen muss f als Funktion von u nach f von u, das ist im Allgemeinen nicht bijektiv, hat also keine globale Inverse. Was kann schief gehen? Sojektivität jetzt nicht mehr, weil wir den Bildbereich so gewählt haben, aber Injektivität kann im Allgemeinen schief gehen. Zum Beispiel, wenn wir uns mal Polarkoordinaten angucken. Wenn wir uns angucken, f soll von r phi Polarkoordinaten das nach xy abbilden, also x ist r Cosinus phi, y ist r Sinus phi und für r lasse ich zu positive reelle Zahlen und phi der Winkel soll mal irgendwas sein in r, dann kriege ich dadurch r2 ohne die 0. Und wenn ich mir diese Abbildung angucke, dann ist die stetig differenzierbar, die ist unendlich oft stetig differenzierbar und wenn ich den Satz über inverse Funktionen anwenden möchte, muss ich also angucken, was ist die totale Ableitung von f in dem Punkt r phi. Und wenn ich die ausrechne, sehe ich, dass Cosinus phi Sinus phi, das ist die partielle Ableitung nach r. Die partielle Ableitung nach phi ist minus r Sinus phi r Cosinus phi. Und dann sehe ich, die Determinante ist Cosinus phi mal r Cosinus phi. Minus minus r Sinus phi mal Sinus phi, also r Cosinus Quadrat phi plus r Sinus Quadrat phi, also r und damit ungleich 0, also ist es immer invertierbar. Das heißt, der Satz über inverse Funktionen gibt mir dass für alle xy im Bildbereich, also die irgendwie die Form f von r phi haben, damit also alles im r2 außer die 0, gibt es eine offene Umgebung v und eine offene Umgebung u von r phi, sodass f von u nach v invertierbar ist. Aber global, f selbst hat keine Inverse. Da f nicht injektiv ist. Na, ob ich jetzt hier phi einsetze oder phi plus 2 pi, kommt der gleiche Bildpunkt raus. Okay, also so ist f erstmal nicht global bijektiv, aber wir können f ja jetzt einschränken. Ja, wenn wir f einschränken, nennen wir es mal f Schlange, das soll f sein,
eingeschränkt auf einen Bereich, sodass wir injektiv werden, also auf 0 unendlich. Und für die Winkel lassen wir jetzt nur noch zu, alles zwischen 0 und 2 Pi. Von diesem Definitionsbereich, den wir so gewählt haben, damit wir injektiv werden und damit er immer noch offen ist. Aber dann kriegen wir nicht mehr alles von R2 ohne die 0 raus, sondern R2 ohne die positive bzw. nicht negative Teil der x-Achse. Also das ist dann der Bildbereich und das ist jetzt bijektiv. Und da können wir jetzt trotzdem benutzen, was wir vorhin schon gesehen haben. Wir haben vorhin schon gesehen, dass lokal ist unser f immer invertierbar. Das heißt, lokal ist die Umkehrfunktion auch stetig differenzierbar. Aber Umkehrfunktion ist eindeutig. Ist jetzt egal, ob ich die für das f tilde global auf diesem Definitionsbereich bilde. Oder ob ich die nur lokal bilde. Das heißt, f tilde hoch minus 1 ist auch stetig differenzierbar und sogar unendlich oft differenzierbar, da f unendlich oft diffbar ist. Das heißt, nach Einschränken des Definitionsbereichs haben wir sogar gesehen, dass die Polarkoordinaten ein C- und endlich Diffeomorphismus sind. Und der Satz über inverse Funktionen hat uns geholfen, um zu sagen, dass diese globale Umkehrfunktion f tilde hoch minus 1, die wir hier haben, wirklich auch stetig differenzierbar ist. Das als erstes Beispiel. Als zweites Beispiel, wozu der Satz über inverse Funktionen noch gut ist, ist, das lokale Lösen von nichtlinearen Gleichungssystemen. Also wenn wir uns zum Beispiel das Gleichungssystem angucken, x e hoch y gleich a und Cosinus x plus Sinus y minus 1 gleich b. Und die Frage ist, bei gegebenen a, b ist das nach x und y auflösbar? Und das jetzt irgendwie echt durchzuführen und das nach x und y aufzulehnen, das wird praktisch nicht gehen. Wir können uns jetzt aber fragen, ob das überhaupt theoretisch möglich ist, dass x und y als Funktionen von a und b dargestellt werden können. Und lokal gibt uns das der Satz über inverse Funktionen. Dazu schreiben wir dieses Gleichungssystem einfach als Funktion von R2 nach R2. XY wird abgebildet auf, dann halt die linken Seiten der Gleichung, x mal e hoch y, Cosinus x plus Sinus y minus 1. Und jetzt fragen wir uns, können wir da lokal die Umkehrfunktion bilden? Das heißt, wir brauchen wieder die totale Ableitung, ja, jetzt im Punkt xy von f, müssen wir also die partiellen Ableitungen bestimmen. Nach x gibt uns das e hoch y minus Sinus x. Nach y gibt uns das x e hoch y Cosinus y. So, und wenn man den Satz über inverse Funktionen anwenden will, braucht man immer mindestens eine spezielle Lösung, in deren Umgebung man dann
nach einer inversen sucht. Also wir suchen als Beispiel eine inverse um x gleich y gleich a gleich b gleich 0. Und das erfüllt das Gleichungssystem von oben. Was ist dort? Was ist dort die totale Ableitung? E hoch 0 ist 1, 0 mal irgendwas ist 0, Sinus 0 ist 0, Cosinus 0 ist 1. Das heißt, da kriegen wir die Identitätsmatrix. Das ist gut, die ist insbesondere invertierbar. Und die Inverse ist sogar auch wieder die Identität. Das heißt, auf diese Situation können wir jetzt den Satz über inverse Funktion anwenden. Und was gibt uns das? Das gibt uns einmal für jedes AB nahe genug an unserer speziellen Lösung, also nahe genug an 0, 0, gibt es genau eine Lösung von f von xy gleich ab. Und diese Lösung xy, die wird selbst nahe an 0, 0 liegen. Ne, dieses nahe wird nahe genug an etwas liegen, wird im Satz über implizite Funktion durch diese offene Umgebung ausgedrückt. Der Satz über inverse Funktion liefert erstmal eine reine Existenzaussage, dass es diese Umgebung gibt. Im Satz selber sieht man jetzt nicht, wie nahe das AB an der speziellen Lösung sein muss, damit das funktioniert. In Wirklichkeit gab uns aber der Beweis eine Schranke dafür, wie nah AB an 0, 0 liegen darf, ne? Im Beweis musste AB, was ja im Beweis immer das Y war, in einem Epsilon-Ball um die 0 liegen und das Epsilon, da haben wir eine Schranke explizit mit der Norm der Inversen hiervon gefunden. Das heißt, im Beweis sieht man dann auch, wie nah genug wäre. So, das sagt uns der Satz über inverse Funktionen. Was der uns auch noch sagt, ist ja, was die Ableitung der Umkehrfunktion ist. Ne, wenn wir wissen, dass differenzierbar ist, wissen wir, wie die Ableitung der Umkehrfunktion aussieht. Das heißt, wir können uns eine Näherung der Umkehrfunktion direkt hinschreiben durch ein Taylor-Polynom. Machen wir hier mal ersten Grades. Und zwar muss xy ist nullte Ordnung, wäre jetzt die spezielle Lösung, also xy gleich 0, ist also nicht da. Schreiben wir es trotzdem hin. Dann plus d0, 0, f hoch minus 1 an der Stelle ab und dann plus o von Betrag von ab. Das ist das Taylor-Polynom ersten Grades, angewendet auf die Umkehrfunktion. So, und in unserem Fall ist das hier sowieso eine Identität, das heißt, am Ende bleibt übrig ab plus o von Betrag von ab. Also hier jetzt besonders einfach. Aber prinzipiell könnten wir das für alle Situationen machen, wo wir schon mal explizit eine Lösung kennen und dann können wir in der Nähe dieser Lösung jedenfalls die Umkehrfunktion näherungsweise hinschreiben.